Nope. Okay. Okay. Nope. Nein! Oh mein Gott. Okay. Hier schaue ich mich auch mal um. Oh, da haben wir was gefunden, Fischlins. Lasst uns mal weiterschauen. Hier haben wir auch was gefunden und das wirkt interessanter. Denn das scheint wie ein Fossil auszusehen, Fischlins. So. Ein Schatz müsste noch hier sein, aber ich glaube, ich krieg's nicht mehr. Nope, das schaffe ich nicht mehr. Ist okay. Denn wir haben ein Kopffossil und eine Steintruhe mit Papinella. Nice. Und in diesem Sinne, Barfischlins, willkommen in einem neuen Let's Play von Pokémon Strahlender Diamant. Ich bin so Octocon, alias Octa. Das letzte Mal haben wir ein paar Pokémon gesucht. Wir haben Pachirisu gefunden. Landschaft Level 19 erreicht. Und wir sind in die Untergrundhöhlen reingekommen. Wir sind erst neu hier drin. Und schauen uns erstmal um und schauen, was wir finden können. Bidiza haben wir gefunden. Okay, los, Link. Oh, das ist gut. Wow, okay. Und jetzt Tempohieb und das sollte es gewesen sein. Und ich sollte ein Level Up bekommen. Oh yeah! Link hat den Level abbekommen. Jetzt tausche ich. So. Ein Pokémon, das wir nicht haben. Unser Gastrodon. So, Konfusion. Ja, es würde Simsala nicht schaden, auch Psychokinese oder Psystrahl oder sowas zu lernen. Aber ich glaube, das lernt er sowieso schon ziemlich bald. Oh, das ist gut. Das ist nicht so gut. Genesung wäre auch super für Houdini. Okay, let's go. Wow, das war gefährlich. By the way, ich suchte mittlerweile extrem Legenden Arceus. Ich trainiere sehr viel, deswegen bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich bin erst in der dritten Insel oder so. Und das erst neulich. Aber das Spiel macht extrem Spaß. Und ich habe auch oft gesagt, man sollte nicht so krass auf die Story auf die Grafik eingehen, weil viele haben sich wirklich wegen der Grafik fertig gemacht, aber Nintendo hat nie wirklich wegen der Grafik geprotzt. Ich weiß, worauf die Leute hinaus wollen. Am Anfang hat es wirklich so gewirkt, als ob sie sich überhaupt keine Mühe gegeben haben, weil die Firma, die hinter Legenden Arceus steht ja auch hinter Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli und die haben ungewöhnlich gute Grafik, aber Nintendo hat noch einmal bewiesen, dass Grafik nicht das Wichtigste ist. Ich glaube, diesmal hat es geklappt. Ja, wir haben den Gastrodon, Fischlins. Und bam! Houdini hat Level 20 erreicht, Fischlins.
Und Psycho-Klinge ist auch super. Luxio hat Level 18 erreicht. Und will Funkensprung lernen. Ganz cool. Donnerschock lösche ich dafür. So, Eintrag für Gastrodon. Sein biegsamer Körper, ihr Körper... Wartet mal, ich mache es jetzt sächlich, also beide Geschlechter. Ihr biegsamer Körper erhält keinen einzigen Knochen. Wird ein Körperteil abgetrennt, wächst es sofort nach. So. Wir nennen dich... Schleimi. Nein, nicht in mein Team. Nicht in mein Team, in die Box. So, das ging schnell. Jetzt ist Pipmatz dran. Dann Lunch. Lass uns mal nachschauen, Fischens, ob wir hier auch wirklich alles haben. Jo. Jo. Bidiza haben wir schon. Weiter geht's. Wir müssen zwei, dreimal rein und raus fischen, denn es könnte sein, dass neue Pokémon kommen. Okay, es ist nichts Neues gekommen. Nochmal. Jetzt das ist das dritte Mal. Bidizas. Okay, okay. Bamelin. Jetzt das vierte Mal. Und Anton Fischlins. I love Anton. So, den will ich auch auf jeden Fall fangen für unser Team. Beziehungsweise die. Weil ich habe schon drei Jungs, glaube ich, im Team, ja. Und deswegen will ich drei Mädchen im Team haben, wie bei Monster Hunter Stories 2. Nein, bitte! Okay. Das war's. Wenn es ein Junge wäre, hätte ich es Anton genannt. Also wisst ihr, wie ich es jetzt nennen werde. Level 20, Piepmatz. Verschlimmern sich ihre Kopfschmerzen, entwickelt es seltsame Kräfte, woran es sich später aber nicht mehr erinnern kann. Ja, und zwar... Antonia. In mein Team, bitte schön. Und zwar soll Luxio weg. Lass uns noch mal nachschauen, da ist nichts. Okay, zuerst kriegt Lunch sein Level up, dann ist aber Anton dran. Also Antonia. Damit hätte ich auch mein Wasser-Pokémon Fischlins. Nope, 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 nope. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt fehlt nur noch Gengar, dann wäre mein Team vollständig. Da ist tatsächlich Trassler rausgekommen für Schlins. Bitte überleb! Oh mein Gott, nein! Okay, Fischlins, wir müssen öfter rein, denn da ist auf jeden Fall Trassler zu finden. Anton, Bidiza, die haben wir alle schon.
Ihr wisst, Arlon hat uns verboten zu trainieren, es sei denn, es sind Pokémon, die wir nicht gesehen haben. Deswegen muss ich das machen und die Pokémon alle, ich darf sie nicht beachten. Schlurp! Aber Pokémon, die ich nicht habe, darf ich bekämpfen, was cool ist. Deswegen darf ich so lange hier rumeiern, sozusagen, bis ich alles habe, was ich brauche. Und das wäre ein super Training. Das bedeutet, wir werden wirklich viel Zeit hier unten verbringen für Schlins. Okay, das ist perfekt. Bowser ist dangerous. So. Ist okay. Wir probieren es gleich nochmal. Eins, zwei, drei. Das war's. Super. Schlurp haben wir jetzt auch. So. Jo, nennen wir es Licky. Minaj. Okay. No. Lunch hat kein Level Up bekommen, oder? Okay. Interesting. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Pokémon, die wir nicht haben hier. Dann wäre das ein super Training, aber ich muss ja auch die anderen Orte alle anschauen. Trassler haben wir gesehen, also suchen wir so lange, bis wir Trassler sehen. Das könnte eine Weile dauern. Er schreibt dann in die Kommentare, ob ich sowas in Zukunft etwas stärker vorspulen soll. Cool, das sind viele Entons. Okay. Es kann gut sein, dass im Wasser noch ein paar Pokémon sind, aber da wir keinen Surfer haben, beziehungsweise, ja, Surfer, verwenden können, bleibt das ein Traum quasi. Okidoki. Ba-da-ba-ba-bam, ba-da-bam, bam-bam, ba-da-bam, ba-da-bam. Nix, nix, nix. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wingull! Wablu! Sorry, Wingull. Wie bin ich auf Wingull gekommen? Okay, diesmal sollte ich Ruckzuck-Hieb verwenden. Habe ich aber nicht. Okay, Furienschlag. Bitte, 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 hör bei 2 auf. Hör bei 2 auf, hör bei 2 auf. Oh yeah, ich liebe dich, Lunch. So, Wablo haben wir auch. Ja, nennen wir es Wolken. Sonst ist ja nichts hier, oder? Versuchen wir es mal von oben nach unten. Und nicht von links nach rechts und so weiter.
By the way, wenn ein Pokémon mich erwischt, werde ich auch nicht fliehen. Okay, hier haben wir Trasterfischlins. Versuch Nummer 2. Lunch, bitte sei sanft diesmal. Und benutze Furienschlag lieber. Okay, das ist perfekt. Das ist nicht so perfekt. Ah, Traster, du bringst mich noch in den Wahnsinn. Ich meine, du treibst mich noch in den Wahnsinn. Ah.